Ja, willkommen zur letzten Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir beschäftigen uns auch heute noch mit der Vorbereitung der Klausur, die Sie am nächsten Dienstag schreiben werden. Und ich habe versucht, die Sachen, die Sie für die Klausur wissen müssen, auch nochmal alle hier zu wiederholen. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben am Dienstag und wiederholen nochmal das mit dem Schadensersatz statt und neben der Leistung, damit das auf jeden Fall problemlos gut geht. Also, wenn in der Klausur eine Fallfrage kommt, die lautet, hat K gegen V einen Anspruch aus 280 folgende? Oder die Frage lautet, hat X gegen Y einen Anspruch aus 280 1, 3, 281 oder aus 280 1, dann müssen Sie was schreiben. Und das Erste, was Sie schreiben müssen, ist ein Obersatz. Und als Obersatz kommen da zwei in Betracht, nämlich entweder ein Anspruch des G gegen S oder K gegen V oder X gegen Y könnte sich aus 280 1 ergeben. Oder ein Anspruch könnte sich aus 280 1, 3, 281 bzw. zu 82 oder zu 83 ergeben. Mit welchem der beiden Ansprüche Sie anfangen, können Sie entscheiden. Sie können entweder mit dem Obersatz anfangen oder mit dem Obersatz anfangen. Dann prüfen Sie als Erstes Schuldverhältnis. Und bei Schuldverhältnis können Sie sich ganz kurz fassen. Da schreiben Sie dann hin, zwischen K und V besteht ein Leihvertrag oder ein Darlehensvertrag oder ein Werkvertrag, je nachdem, was in der Aufgabenstellung drinsteht. Sie schreiben nichts, dafür brauchen wir zwar übereinstimmende Willenserklärungen oder ja, der könnte minderjährig sein. All das schreiben Sie nicht. Wenn Sie das schreiben, haben Sie Zeit verschwendet. Diesen einen Satz kriegen Sie hin, zwischen K und V besteht ein Schenkungsvertrag und damit ein Schuldverhältnis und Ende. Diesen einen Satz schreiben Sie. Danach kommt Römisch 2. Sie lassen eine Zeile frei, schreiben dann Römisch 2. Es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen. Und da müssen Sie jetzt in der Tat etwas mehr schreiben. Sie müssen nämlich sagen, welche Pflicht hatte denn der Böse, der Schuldner? Und wodurch hat er sie verletzt? Das heißt, Sie schreiben zum Beispiel, V hätte K die Ware übergeben, übereignen müssen. Das hat er nicht getan. Dadurch hat er seine Pflicht aus 433 Absatz 1 Satz 1 BGB verletzt. Punkt. Oder V musste Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des K nehmen. Hier hat er ihn angespuckt, getreten und ihm ein Auge ausgehauen. Damit hat er nicht die erforderliche Rücksicht genommen, also hat er seine Pflicht aus 241 Absatz 2 BGB verletzt. Oder Sie sagen, der X hätte dem Y eine mangelfreie Ware liefern müssen, nach 433 Absatz 1 Satz 2. Hier hat die Ware aber einen Sachmangel nach 434 1 1, also hat er die Pflicht aus 433 Absatz 1 Satz 2 verletzt. Auch nicht so schwierig. Aber dazu müssen Sie schon zwei oder drei Sätze schreiben. Und jetzt kommt keine weiteren Voraussetzungen erforderlich. Woraus ergibt sich das? Ganz einfach. 280 Absatz 3 sagt, Schadensersatz statt der Leistung gibt es nur, und nur heißt ausschließlich, unter den zusätzlichen Voraussetzungen von 281, 282 oder 283 BGB. Also müssen Sie zunächst feststellen, es ist kein Fall von 282. Das können Sie komplett weglassen, wenn die Pflichtverletzung eine Rücksichtnahmepflichtverletzung ist, denn bei Rücksichtnahme gibt es keine Verzögerung. Verzögerung kann es nur bei Leistungen geben. Wenn Sie aber eine Leistungspflichtverletzung angenommen haben, müssen Sie sagen, der Schaden beruht nicht auf der Verzögerung, sondern auf dem endgültigen Ausbleiben der Leistung, also kein Verzögerungsschaden. Dieser Satz muss dann da stehen. Das ist ein Satz, aber den kann man auch schreiben. Das sind sechs Worte. Kosten Sie drei Sekunden. Dann kommt der schwierige Teil. Sie müssen schreiben, warum es kein Fall von 283 ist. Das können Sie auch weglassen, nämlich immer dann,
wenn es ein Schuldverhältnis im Sinne von 311 Absatz 2 ist, weil das begründet keine Leistungspflichten, oder wenn es ein Schuldverhältnis im Sinne von 311 Absatz 3 ist, Sie erinnern sich, das sind diese Berater, oder wenn es ein Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ist, weil der eben nur Schutzwirkungen für Dritte entfaltet und keine Leistungspflichten. In allen anderen Fällen müssen Sie auch da einen Satz zuschreiben. Welcher das ist, gucken wir uns gleich noch an. Dann prüfen Sie das Vertreten müssen, dann prüfen Sie den Schaden. Beim Vertreten müssen schreiben Sie bitte nicht hin, das Vertreten müssen wird nach 280 Absatz 1 Satz 2 vermutet, sondern Sie schreiben hin, nach 280 Absatz 1 Satz 2 muss der X das auch zu vertreten haben. Zu vertreten hat er nach 276 Absatz 1 mangels anderer Angaben, eigenen Vorsatz, eigene Fahrlässigkeit, nach 278 ist Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen und dann müssen Sie noch prüfen, ob das vorliegt und dann schreiben Sie was dazu. Diese Vermutung bringt Ihnen in der Klausur nichts. Wenn Sie mal eines Tages Richter sind, dann können Sie sagen, weiß ich nicht, wird vermutet. Hier in Klausuren wird nicht vermutet, hier in Klausuren haben Sie einen Sachverhalt, wo alles drinsteht. Also nutzen Sie den Sachverhalt auch aus und schreiben Sie das, was im Sachverhalt steht. Letzter Punkt, Schaden. Schaden schreiben Sie bitte nicht, was ich in ganz vielen Klausuren gelesen habe letztes Jahr. Schaden ist jede unfreiwillige Vermögenseinbuße. Was ist an dieser Definition falsch, wenn man schreibt, Schaden ist jede unfreiwillige Vermögenseinbuße? Klingt doch gut. So ist es. Der Schaden muss sich nicht auf das Vermögen beziehen. Der Schaden kann auch immateriell sein. Wenn Sie jemand beleidigt, kostet Sie das kein Geld. Wenn jemand zu Ihnen sagt, Ziegenficker, haben Sie ja wenig weniger Geld in der Tasche. Trotzdem müssen Sie das nicht auf sich sitzen lassen. Sie können dafür ein Schmerzensgeld verlangen. Das heißt, Schaden ist jede Einbuße an einem rechtlich geschützten Interesse, egal ob es materiell oder immateriell ist, einfach jedes rechtlich geschützte Interesse. Unfreiwillig brauchen wir. Wovon grenzt unfreiwillig ab? Nur mal so als Test. Von Aufwendungen. Und wir haben auch gelernt, unter bestimmten Umständen kann ich Geld, was ich aufgewandt habe, trotzdem als Schaden geltend machen. Nämlich wann? Wann ist eine Aufwendung keine Aufwendung? Ja? Was? Ja, wenn man sich dazu herausgefordert fühlen durfte, zum Beispiel hatten wir da den Fall, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt am Verdursten bin, dann kann ich mir eine Flasche Wasser holen und kann das eben in Rechnung stellen. Ich durfte mich herausgefordert fühlen, einen Deckungskauf zu tätigen. Deckungskäufe sind immer theoretisch Aufwendungen, weil sie kaufen sich in Ersatz ja freiwillig, das ist ihre Entscheidung und trotzdem machen wir das als Schadensersatz statt der Leistung, weil wir sagen, es ist eine herausgeforderte. Wir hatten noch eine andere Sache mit den Schadensersatz statt der Leistung. Erinnern Sie sich daran, wann können Aufwendungen im Rahmen des Schadensersatzes geltend gemacht werden? Wenn sie vergeblich sind, der Rentabilitätsvermutung unterfallen. So ist es. Immer dann, wenn Sie sagen, ich hätte die Aufwendung wieder eingespielt, indem ich da einen Gewinn gemacht habe, ist der korrespondierende entgangene Gewinn ein Schaden, der nach 252 ersatzfähig ist. Und es gilt die ökonomische Vermutung, dass Menschen nur Geld aufwenden, wenn sie einen korrespondierenden Gewinn haben. Und daraus folgt die Rechtsprechung, für jede Ausgabe wird das Vermögen potenziell erhöht, wenn die Leistung wie geschuldet erfolgt. Rentabilitätsvermutung. So, aber wir wollen uns beschäftigen mit diesem Punkt hier. Dieser Punkt, der Ihnen besonders am Herzen liegt. Also hier dieser. Jetzt sagen Sie, der interessiert mich gar nicht, dann sage ich, das mag sein, aber Sie müssen die Klausur schreiben, die ich Ihnen stelle und nicht die, die Sie sich ausdenken. So. Ja. 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 Man kann wegen Verzögerung der Annahme nach 280 Absatz 1, Absatz 2, 286 Schadensersatz leisten müssen. Der typische Fall ist, Sie haben zum Beispiel eine Giftschlange verkauft oder einen Löwen. Und der Käufer soll den abholen am Montag. Jetzt kommt er aber nicht.
Und der Löwe frisst ihre Katze oder ihren Hund oder ihren Fisch. Dann ist das ein Verzögerungsschaden, denn der beruht darauf, dass der Käufer den nicht rechtzeitig abgeholt hat. Theoretisch würden Sie auch Futterkosten und sowas als Schadensersatz wegen Verzögerung geltend machen können. Aber dafür haben wir ohnehin schon eine Anspruchsgrundlage in 304. Das heißt, da haben Sie kein großes Interesse daran, denn der 286, 282 ist vom Vertretenmüssen abhängig. Der 304 sagt, allein dadurch, dass ich im Annahmeverzug bin, muss ich verschuldensunabhängig die Aufwendungen ersetzen. Das heißt, der 304 ist für den Verkäufer besser. Er kriegt verschuldensunabhängig die Futterkosten und Ähnliches, während der 281, 2, 286 vertreten müssen voraussetzt. Ja, grundsätzlich ist es auch anerkannt, dass Sie bei verspäteter Nacherfüllung Verzögerungsschaden kriegen können. Das spielt in der Praxis aber nie eine Rolle, weil man nämlich sagt, im Normalfall, wenn Sie schon die Nacherfüllung zu vertreten haben, die Verspätung, haben Sie auch den anfänglichen Mangel zu vertreten. Und dann haben Sie nach 281 ohnehin schon den Ausfallschaden, bis die Sache funktioniert. Dann brauchen Sie nicht mehr die besonderen Voraussetzungen zu 86. Aber man weiß, wenn Sie zum Beispiel den Verkäufer haben, der gar nicht wusste, dass die Sache mangelhaft ist, der dann aber irgendwie ein halbes Jahr nicht Zeit ist mit der Reparatur, dann können Sie den mahnen und sagen, reparier schneller, und wenn das nicht tut, können Sie dann Schadensersatz wegen der Verzögerung verlangen. Also Sie geben Ihr Auto in die Werkstatt und der bastelt dann ein halbes Jahr dran rum, dann können Sie sagen, das war zu lange, ich möchte Schadensersatz wegen Verzögerung. Also auch das ist eine denkbare Gestaltung. So. Sie müssen nicht mit 281 anfangen. Sie können mit 281 anfangen, Sie müssen das aber nicht. Sie können auch anfangen mit einem Anspruch aus 281, 3, 281 oder 281, 3, 282 oder 281, 3, 283. Der einzige Unterschied ist, der Obersatz ändert sich und bei unseren Voraussetzungen müssen Sie als ersten Punkt prüfen, dass was im Gesetz steht, Schadensersatz statt der Leistung. Wenn Sie den 281 lesen, steht da drin, Schadensersatz statt der Leistung kriege ich unter den und den Voraussetzungen. Der 282 sagt auch, Schadensersatz statt der Leistung kriege ich unter den Voraussetzungen. Und genauso sagt der 283. Das heißt, unter Römisch 3 prüfen Sie als erstes, dass auch wirklich Schadensersatz statt der Leistung vorliegt. Was Sie im Obersatz gesagt haben, muss auch so sein. Denn sonst müssen Sie die Prüfung da abbrechen und sagen, ach, ups, war doch 281 ohne Absatz 3. Es gilt nicht, dass das für die Gerichte gilt. Ein Richter hat auch da eine billige Lösung. Der prüft den 281, sagt, der liegt vor und damit muss ich nicht entscheiden, ob es statt oder neben der Leistung ist, weil wenn ich das engere habe, was schon vorliegt, muss ich es weiter nicht prüfen. Sie sind aber hier dummerweise an der Uni und an der Uni wird von Ihnen erwartet, dass Sie nicht irgendwie den billigsten Weg finden, sondern dass Sie die richtige Lösung finden, was immer das auch sein mag. Dass Sie sozusagen das Gesetz anwenden, soweit es geht und nicht Sachen offen lassen. So, Sie sehen, der einzige Unterschied in diesem Schemata ist hier beim Punkt Römisch 3, dass Sie hier unter Punkt 1 nur einfach den Neben der Leistung und Verzögerung ausgrenzen müssen, während Sie hier umgekehrt statt der Leistung und Verzögerung ausgrenzen müssten. Ja, klar der Unterschied? Gut. Bei 282 sieht das genauso aus. Der einzige Unterschied kommt dann hier, während Sie hier Fristsetzung und Entbehrlichkeit haben, haben Sie bei 282 Unzumutbarkeit der Leistung und bei 283 Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit aus Sicht des Schuldners. Hier ist Unzumutbarkeit aus Sicht des Gläubigers, das ist der Unterschied. Jetzt kommen wir zur Abgrenzung. Statt der Leistung, sagt der Name schon, statt, also entweder die Leistung oder Schadensersatz. Ich kann nicht die Leistung und Schadensersatz haben. Entweder Leistung oder Schadensersatz. Daraus folgert zu 81 Absatz 4, wenn Sie die Leistung annehmen, kriegen Sie keinen Schadensersatz statt der Leistung. Wenn Sie Schadensersatz statt der Leistung nehmen, können Sie die Leistung nicht mehr verlangen. Also entweder oder. Zweitens folgert daraus zu 51 Absatz 1, wenn Sie Schadensersatz der Leistung verlangen, ist das nie Naturalrestitution. Bei Schadensersatz der Leistung gibt es immer nur Geld. Der Grund dafür ist offensichtlich, die Naturalrestitution ist ja gerade ausgeschlossen. Das wäre die Leistung.
Wenn die Leistung ausgeschlossen ist, können Sie die Leistung nicht verlangen, auch nicht über Umwege. Diese Unterscheidung ist nur dann erforderlich, wenn der Gläubiger einen Gewinn hätte, wenn er Leistung und Schadensersatz kriegt. Das heißt, der Test ist, wie würde der Gläubiger stehen, wenn er Leistung und Schadensersatz bekommen würde. Gucken wir uns das an dem einfachsten Fall an, 241.2. 241.2 ist der Fall, jemand spuckt Sie an, jemand beleidigt Sie, jemand wirft mit Salatblättern auf Sie, Sie rutschen aus auf dem Eis auf der Parkfläche. All das hindert nicht, dass der Verkäufer Ihnen am Ende den Kaugummi gibt, den Sie kaufen wollten. Auch wenn Sie da am Boden liegen, auf dem Rückgrat, Sie nicht bewegen können, kann der Ihnen immer noch den Staubsauger in die Hand drücken, den Sie eigentlich kaufen wollten, und seine Pflicht erfüllen. Ja? Das mag Ihnen vielleicht nicht mehr viel nützen, wenn Sie da irgendwie Rückgrat gebrochen haben, aber der kann seine Leistungspflicht noch erfüllen. Deshalb lautet unser Test hier, wie sieht das Vermögen des Gläubigers aus, wenn er die Leistung jetzt noch bekommt? Also wenn er Schadensersatz kriegt und die Leistung kriegt, wie steht er dann da? Einfacher Test. Das können wir ganz einfach ausprobieren. Sie haben am Ende einen Staubsauger und einen kaputten Rücken. Also stehen Sie schlechter da, als bevor Sie zum Laden gegangen sind. Also muss er Ihnen auch noch den Rücken reparieren. Wenn Sie dagegen das Geld wollen für einen Ersatzstaubsauger, würden Sie einen Ersatzstaubsauger haben und den richtigen Staubsauger. Das sind zwei Staubsauger. Dann hätten Sie einen Staubsauger mehr als vorher und damit würden Sie besser stehen. Klar der Test? Dann haben wir noch den rechten Fall. Das war der, den wir gestern hatten oder Dienstag hatten mit dem Auto, was explodiert ist und Sie werden von der Explosion getroffen. In diesem Fall ist die Leistung zufällig bereits erloschen. Das kann auch in anderen Fällen passieren, er kann auch schon erfüllt haben. Er kann Ihnen das Auto übergeben und übereignet haben und Sie fahren raus über die Mine, die er im Garten verbuddelt hat. Dann ist Ihr Auto auch kaputt, aber Sie würden wahrscheinlich keinen Schaden statt der Leistung kriegen, weil die Leistung ist bereits voll erbracht. Sie müssen also da die Zeit zurückdrehen und überlegen, was wäre denn, wenn er die Leistung erbracht hätte? Würden Sie da besser oder schlechter stehen? Dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht. Der V spuckt den K an, beleidigt und verprügelt ihn. Wenn jetzt der K woanders kaufen will und die Differenz bekommen will, ist das Schadensersatz statt der Leistung, denn der V kann immer noch liefern. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Und wenn er liefert, hat K einmal die Sache, die V ihm verkauft hat, und zusätzlich den Ersatz, den er gekauft hat. Das heißt, er hat zwei Dinge und hat nur für einen bezahlt. Damit würde er besser stehen. Deshalb hat er nur die Wahl, entweder er nimmt die Leistung von V an oder er nimmt das Geld von V an. Beides auf einmal geht nicht. Geld oder Leistung. Ja, weil er sonst zweimal die Leistung hätte, nämlich einmal die Leistung von V und einmal die Leistung, die er woanders gekauft hat. Anders dagegen, wenn er Schmerzensgeld und Behandlungskosten für seine Prügel haben will, das ist neben der Leistung, denn selbst wenn der V noch leistet, steht der K dadurch nicht besser. Ganz im Gegenteil, er hat immer noch seine Verletzungen, also ist der Ausgleich der Verletzungen völlig unabhängig vom Kaufpreis. Dann zum Vergleich diesen Fall, der V wirft vor Übergabe und Übereignung eine Handgranate auf das gekaufte Auto, das explodiert und K wird dabei schwer verletzt. Ja, also der hat die Handgranate, wirft die auf das Auto, Auto explodiert und K wird auch schwer verletzt. Dann gilt wieder, wenn der K woanders kauft und die Differenz verlangt wird, ist das Schadensersatz statt der Leistung. Denn wir müssen überlegen, wenn der V eine Sekunde vor dem Handgranaten, wenn der K eine Sekunde vor dem Handgranatenwurf seinen Ersatz gekauft hätte, hätte er zweimal ein Auto bekommen. Er hätte direkt einmal das Auto von V, was jetzt zufällig explodiert ist, und das Ersatzauto. Die runzeln schon die Stirn, warum? Stellen Sie sich das zeitlich vor.
stellen Sie sich das zeitlich vor. Wir malen einen Zeitstrahl. Sie sehen, das ist ein Zeitstrahl. Und unser praktisches Problem ist, hier in diesem Zeitpunkt ist das Auto explodiert. Ja, also hier explodiert. Da kann keiner lesen. Ja, warten wir mal. Das kriegen wir technisch besser hin. So. Also, wir haben den Zeitstrahl, wir haben das. Und ich wende meine super Grundschulschrift an, damit Sie das lesen können. Explodiert. Ja? In diesem Zeitpunkt, hier, diesen hier, da kann nicht viel passieren. Weil Auto ist zerstört 275.1. Sehen Sie das? Kann keiner lesen, aber da steht, Auto ist zerstört 275.1. Warum ist das so? Ganz einfach, es gibt kein Auto mehr. Das heißt, theoretisch kann das Problem ja gar nicht mehr auftreten, dass statt der Leistung Nebenleistung kollidiert, weil es gibt ja gar keine Leistung mehr. Die Leistung ist ja weg. Einverstanden? Jetzt würden Sie sagen, ha, Problem gelöst, brauchen wir gar nicht abzugrenzen. Gut gemacht. Nein, das BGB ist gemein. Das BGB sagt nämlich, 283, es gibt trotz dieser Unmöglichkeit, obwohl das hier nicht mehr möglich ist in diesem Bereich, obwohl das hier nicht mehr möglich ist, sagt das BGB, gibt es trotzdem Schaden statt der Leistung. Warum sagt das BGB das? Weil das BGB sagt, wir dürfen nicht auf diesen schwarzen Zeitpunkt gucken, sondern wir müssen auf den Zeitpunkt davor gucken. Wir müssen uns also angucken, jetzt mal gucken, ob ich eine andere Farbe nehmen kann. Das klappt garantiert total super. Wir gucken uns diesen Zeitpunkt an. Also wir gucken hier hin. Ja, das ist Grüne. Sehen Sie das Grüne? Ja, Grün, Schwarz. Wir gucken nicht ins Schwarze, wir gucken ins Grüne. Das ist keine politische Aussage. Sondern, das war ein guter Witz. So, wir gucken in diesen Bereich. Ja? Irgendwo. Irgendwo hier, keine Ahnung wo. Der Kaufvertrag ist ja völlig irrelevant für diese Frage erstmal. Ja, aber der Zeitpunkt des Kaufvertrages ist für diese Frage irrelevant, wie das 311a Absatz 2 zeigt. Wir haben auch Schaden statt der Leistung, wenn sozusagen der Kaufvertrag hinterher geschlossen wird. 311a Absatz 2 sagt, der Moment, in dem das Schuldverhältnis entsteht, ist für die Abgrenzung völlig irrelevant. Ja? Denn sonst wäre 311a Absatz 2 eine völlige Quatschnorm, wo nämlich drinsteht, ich kriege Schaden statt der Leistung für eine Leistungspflicht, die schon im Zeitpunkt des Entstehens nicht entstehen konnte. Klar die Logik? Ich habe dieses Gesetz nicht geschrieben, aber es ist dummerweise so aufgebaut. So, also wo der Kaufvertrag ist, ist irrelevant. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen wieder radieren. Jetzt habe ich zu viel radiert. Wir sehen, deshalb bin ich nicht Künstler geworden. Ah, der Zeitstrahl. So. In 2-3 Jahren kriege ich das hin. So. Also, Sie gucken in den grünen Bereich. Und jetzt, im grünen Bereich, gibt es noch ein Auto? Sind Sie da alle noch auf meiner Linie? Hier gibt es noch ein Auto. Auto existiert.
Ja? Da gibt es noch ein Auto. Einverstanden? Und jetzt kommt der Trick, den das Gesetz von Ihnen verlangt. Das ist total schwierig. Ein unheimlich intellektueller Schritt. Das Gesetz sagt nämlich, Sie müssen so tun, als würde er hier schon Schadensersatz verlangen. Sie tun einfach so, das ist Ihr Trick, er würde hier schon Schadensersatz verlangen. Und dann müssen Sie sich fragen, wäre er dann sozusagen doppelt bereichert, wenn er damals schon Schadensersatz verlangt hätte. Hätte er dann sozusagen zweimal was bekommen. Das hier dürfen Sie nicht beachten. Gucken Sie nicht hinter den Strich, sondern achten Sie auf etwas, was vor dem Strich war. Nun gibt es Fälle, wo es diesen Strich gar nicht gibt. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen eine Reise zum Sirius verspreche, dann gibt es keinen Strich, keinen Bereich vor dem Strich. Weil die Reise zum Sirius war nie möglich und die wird auch nie möglich sein. Da weiß man nicht, ob nie möglich sein wird, aber zumindest nicht in den 3 Jahren bis zur Verjährung. Deshalb, das BGB geht davon aus, Sie müssen unterstellen, wie war die Situation, als die Leistung möglich wäre. Wenn ich Ihnen also den Eiffelturm verkaufe, muss man unterstellen, wie wäre die Situation denn, wenn das mal möglich gewesen wäre. Wollen Sie jetzt Ersatz für den Eiffelturm oder wollen Sie Ersatz von was ganz anderem? Das ist der Test. Hat keiner verstanden. Seht das deutlich? Warten Sie. Da war sowas mal schön. Das wird nicht besser auf der Tafel. Meine Schrift ist immer so. Deshalb schreibe ich halt nicht, deshalb habe ich ja PowerPoint. Aus genau diesem Grunde. Also, überlegen Sie sich immer, wie die Situation wäre, wenn es möglich wäre. Es geht immer darum, dass es davor ist. Das ist das Entscheidende. Das war der Ausgangspunkt. Sie erinnern sich, hier, das war unser Fall. Vor 2 Minuten. Und da steht drin, das ist der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache. Ja? Ja. Also, der Punkt in diesem brillanten Schema, ja, Sie sehen das, ist, der Ersatzkauf ist der Schaden. Der Schaden besteht darin, dass er Geld für einen Ersatzkauf ausgegeben hat und jetzt 2 Autos hat. Und Sie müssen deshalb zurückgehen, weil natürlich jetzt realitär nur 1 Auto hat. Er hat 1 Auto, nämlich das, was er als Ersatz gekauft hat. Das andere ist ja gerade explodiert. Also ist die Testfrage, was wäre denn, wenn er den Ersatzkauf schon vorher getätigt hätte und schon vorher Ersatz verlangt hätte. Denn sonst funktioniert der Test ja nicht. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, wenn er schon damals das gemacht hätte, wäre es dann die Leistung gewesen oder wäre es was anderes gewesen? Sie müssen dann nicht prüfen, ob eine Pflichtverletzung vorliegt oder sowas. Der Test ist einfach nur, wie steht sein Vermögen vorher
Es geht also nur ums Geld, ja? Hier Geld und da Geld. Ja, hier geht es wirklich mal nur ums Geld. Also es geht meistens nicht ums Geld, aber hier geht es ums Geld. Also wie viel Geld hatte er hier und wie viel Geld hat er da? Hier ist er immer neutral in diesem Bereich, weil das Auto ja unmöglich geworden ist. Das heißt, Schaden der Leistung wird ihm hier nie eine Besserstellung geben, weil die Leistung ist ja gerade unmöglich. Weil die Leistung unmöglich ist, stellt das Problem sich eigentlich nicht. Sie müssen sich aber fragen, wie wäre es da gewesen, als die Leistung noch möglich war? Wären sie dann besser gestellt worden? Um den Bereich geht es. Klar, die Logik dahinter, warum wir den Bereich nehmen müssen, weil hier haben wir immer nur eine Leistung und nicht zwei. Ja? Ja? Wieso denn kein? Der Punkt ist ja immer dann, wenn er besser steht, ist es statt der Leistung. Also der Test ist, wenn er besser stehen würde, wenn er beides nimmt, darf er nicht beides nehmen und deshalb ist es statt der Leistung. Also der einzige Test ist sozusagen, sie fragen sich, ob er besser stehen würde, damit sie sagen können, dann darf er das nicht. Sie prüfen nur das Besserstehen und zu gucken, dann nicht. Das Besserstehen hat den einfachen Test, soll nicht gehen. Ja? Also, der Merksatz heißt, nicht besser stehen. Ja? Sie prüfen, das ist total umstritten. Es gibt zwei Meinungen dazu. Die eine Meinung sagt, Sie müssten da prüfen, hat er die Unmöglichkeit herbeigeführt? Hat er selber verursacht, dass es unmöglich geworden ist? Die allgemeine Ansicht, bis auf die drei, die das Gegenteil vertreten, sagen, nein, Sie prüfen einfach nur unter Pflichtverletzung, die Pflicht ist untergegangen. Das Erlöschen der Pflicht ist die Pflichtverletzung. Ob er das verursacht hat, ist eine Frage des Vertretenmüssens, aber Sie prüfen einfach, er könnte eine Pflicht verletzt haben, ursprünglich bestand hier eine Pflicht zur Übergabe und Übereignung oder was auch immer, und diese Pflicht ist nach 275 Absatz 1 erloschen und nach 275 Absatz 4 hat dies nach Folgen nach 280 folgende, also ist das Erlöschen einer Pflichtverletzung im Sinne von 280 1. Also da müssen Sie nicht viel prüfen. Sie müssen einfach nur prüfen, ob es kaputt ist. Dieser Fall ist sehr viel anschaulicher. Also die erste Konzeption, die wir hatten, Sie erinnern sich hier, Rücksichtnahmepflichtverletzung. Die können auch Schadensersatz statt der Leistung kriegen, wegen Leistungspflichtverletzungen. Da ist es sehr einfach. Der Test ist nämlich, wenn die Leistung noch erbracht wird, denken Sie in die Zukunft und überlegen, was passiert denn, wenn die Leistung jetzt noch kommt? Hat er dann zweimal eine Leistung oder nur einmal eine Leistung? Wenn er zweimal eine Leistung hat, ist es wohl Schadensersatz statt der Leistung, denn dann ersetzt die eine Leistung die andere. Wenn er gegen nur eine Leistung hat, ist es Schadensersatz neben der Leistung. Dann hat er eine Leistung und nicht zwei. Auch hier ist es theoretisch denkbar, dass die Pflicht bereits erloschen ist, zum Beispiel weil es repariert ist oder weil es erfüllt ist. Dann gilt das Gleiche wie eben. Sie überlegen, wie war es denn, wenn man den Schaden eine Sekunde vor dem Erlöschen sich denkt. Wäre dann statt der Leistung gewesen, hätte er dann zweimal eine Leistung gehabt oder nicht. Einfachster Fall. Der V liefert den versprochenen PKW nicht an K aus. Wenn jetzt K einen anderen PKW kauft, dürfte der V immer noch den verkauften PKW leisten. Dann hätte der K zwei Autos.
Nämlich einmal das Auto, was V ihm liefert, und zum Zweiten den Ersatzwagen, den er sich selber gekauft hat. Ja? Einmal Ersatzwagen und einmal verkaufter Wagen. Wenn er jetzt den Ersatzwagen von V bezahlt bekommt, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass er hier besser stehen wird. Er hätte nämlich von V ein Auto bekommen und einen Ersatzwagen bezahlt. Damit hätte er zwei Autos zum Preis von einem. Dass das nicht sein kann, liegt auf der Hand. Und deshalb ist das hier immer statt der Leistung. Der Kauf eines Ersatzgegenstandes ist deshalb statt der Leistung, weil man am Ende sonst den Ersatzgegenstand und den ursprünglichen Gegenstand hat. Das sind zwei. Immer wenn man zwei hat, ist es statt der Leistung. Wenn er dagegen nur Mietwagenkosten haben will, dann gibt er den Mietwagen zurück am Ende der Zeit. Dann hat er am Ende keinen Mietwagen mehr. Dann hat er am Ende nur ein Auto. Also ist es neben der Leistung, denn er hat am Ende ein Auto, hat auch nur für ein Auto bezahlt, steht also genauso wie geschuldet. Ja? Was heißt denn neben den genannten? Nein, nein, passen Sie auf. Sie denken sozusagen offenbar, immer wenn ich eine Frist setze, ist es 281. Wenn ich also sage, zahl bis morgen, ist es 281. Das ist nicht der Fall. Sie können auch bei 280 eine Frist setzen, nur keine Voraussetzung. Also der Denkfehler, den Sie offenbar haben, ist, Sie meinen, wenn die Voraussetzungen des 281 vorliegen, das heißt eine Fristsetzung, ist es auch 281. Das ist nicht der Fall. 281 setzt voraus, dass es Schaden statt der Leistung ist. Also das meine ich. Das heißt, mit irgendeinem Grunde wäre der Schadensersatz statt der Leistung alleine jetzt von der Verletzungshypothese anwendbar, ja oder nein, und dann gehe ich in die Voraussetzung von 281, 282, 283. Ja, Sie müssen, bevor Sie den 281 überhaupt anprüfen. Ja, und die Feststellung, ob er anwendbar ist oder ob er anwendbar ist. So ist es. Das war das, was ich ganz am Anfang versucht habe, Ihnen in diesem Schema zu erklären. Wo Sie hier sehen, es gibt diesen unheimlich wichtigen Punkt, der nämlich heißt, Schadenersatz statt der Leistung. Und hier, wenn Sie 281 pur prüfen, kein Schadenersatz statt der Leistung, das heißt negativ. Sie müssen das immer prüfen, weil das eine Voraussetzung ist. Also, die kommen gar nicht zum 81, wenn es kein Schaden statt der Leistung ist. Und einfach zu sagen, der hat eine Frist gesetzt, also ist es Schaden statt der Leistung, das ist schlicht falsch. Das ist, ich kann Ihnen immer eine Frist setzen und kann sagen, zahlen Sie meinen Schadensersatz bis nächste Woche und dadurch wird es nicht zum Schaden statt der Leistung. Also würde ich dann vermutlich 3.1 im Grunde in den Wenn Sie das in meinen AG-Fällen sich angucken, lautet der Obersatz üblicherweise, K müsste Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Schadenersatz statt der Leistung ist der Ersatz für die geschuldete Leistung. Geschuldet war hier die Übergabe und Übereignung eines Pkw. Die Geldzahlung müsste also die Übergabe und Übereignung ersetzt haben. Dies ist der Fall, wenn er bereits diese Leistung vermögensmäßig komplett erlangt hat und durch die zusätzliche Leistung bereichert wäre. Und dann prüfen Sie halt, was würde passieren, wenn er Übereignung und Schadensersatz kriegt. Das ist relativ einfach von der Prüfung her. Theoretisch ist der Obersatz dadurch nicht falsch. Sie können theoretisch dann auch sagen, ja, wir brauchen zusätzliche Voraussetzungen und prüfen dann in den zusätzlichen Voraussetzungen den 281. Eleganter ist es natürlich, wenn Sie schon im Obersatz den 281 erwähnt haben. Aber falsch wird es dadurch nicht. Das ist einfach nur wenig elegant sozusagen, dass Sie mit dem einen anfangen und sagen, ach, das ist es ja gar nicht. Ich brauche noch mehr Voraussetzungen und die dann inzident noch reinziehen. Also schlauer ist es, direkt mit dem Richtigen anzufangen und dann zu sagen, die Voraussetzungen der richtigen Norm liegen auch vor. Ja, das heißt komplett falsch.
Also da fehlen dann 3,281. Das sind jetzt 3 Zeichen, das macht es auch nicht besser. Also auch ein Anspruch aus 281 ist ein Anspruch aus 280, der halt nur weitere Voraussetzungen erfordert. Also das ist auf keinen Fall falsch. Falsch wäre nur das Umgekehrte, wenn Sie mit 281 anfangen, dann feststellen, dass es Schadensersatz neben der Leistung ist und dann weiter zu prüfen, weil das ist halt eine andere Anspruchsgrundlage. Das geht nicht. Also 280 ist die Generalklausel, 281 ist die Spezialnorm, wenn Sie so wollen. Ja, also hier statt der Leistung, Sie sehen das, statt der Leistung, immer wenn noch geliefert wird. Neben der Leistung, weil hier kann geliefert werden und der Mietwagen ist dann weg, dann hat er am Ende noch trotzdem nur ein Auto. Der Unterschied ist also, im einen Fall hatte er 2 Autos, nämlich den Ersatzwagen und den gekauften Wagen. Im anderen Fall hat er nur ein Auto, nämlich den Mietwagen. Ja? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nochmal? Ja, also, weil Sie sagen ja, was Ende der Leistung oder Kohle. Genau. Und entweder Auto oder Kohle, kurz gesagt, genau. Würde das jetzt aber, wenn der Fall, wenn die Fallfahrt da hat, ja das Geld, das er für den anderen PKW investiert hat, über 280 eines Fallfahrts und eines Zulieferer? Genau. Also die Fallfrage würde heißen, will die Differenz zwischen den Preisen, also zwischen dem PKW, den er bei V gekauft hat, und dem Ersatzauto, dann müssten Sie fragen, was ist die richtige Anspruchsgrundlage, und würden dann sagen, entweder ist es 281 ohne 281 oder ist es 281 3281, und das entscheidet sich danach, wie er stehen würde, wenn er jetzt noch von V das Auto bekommt und das Geld zusätzlich. Also wenn er von V Auto und Geld bekommt, wie würde er dann dastehen? Und das wäre für ihn gut. Da stände er besser als vorher. Das darf nicht sein. Wenn in unserem zweiten Fall will er auch von V Geld, aber er will nicht Geld für ein gekauftes Auto, sondern für ein gemietetes Auto. Dann müssen wir uns also fragen, wie würde er da dastehen? Und dann sehen wir, wenn er das Auto nur mietet, dann hat er trotzdem noch kein Auto. Das muss er wieder zurückgeben, das gemietete Auto. Also sind die Mietkosten neben der Leistung. Weil damit würde er keinen Gewinn machen. Er würde nur genauso gestellt, wie er gestanden hätte, das Auto rechtzeitig gekommen wäre. Ja, das hatten wir schon. So. Der letzte Fall ist der Fall, der am meisten Verwirrung verursacht, nämlich der Unmöglichkeitsfall. Wenn nämlich der V das Auto gar nicht mehr liefern kann, vielleicht weil er kein Auto mehr hat und das schon den X verkauft hat oder weil das Auto explodiert ist, dann würde man intuitiv sagen, kann es das Problem ja nicht geben, weil dann kann er nie Auto plus Geld kriegen. Und dann müssen Sie immer die Zeit zurückdrehen und gucken, was früher gewesen wäre. Und häufiger als die Fälle, wo Autos explodieren, sind zum Beispiel Fälle, wo Autos vermietet oder verliehen werden. Wenn ich Ihnen ein Auto vermiete und Ihnen nie den Gebrauch überlasse, dann haben Sie in der Zeit kein Auto. Und dann ist die Frage, ist das statt oder neben der Leistung? Und die Antwort lautet, das hier ist statt der Leistung, denn die Leistung war hier Gebrauchsüberlassung am 1. Juli, am 2. Juli, am 3. Juli, am 4. Juli und so weiter und so fort.
Wenn Sie aber das Auto am 1. Juli nicht bekommen, dann ist die Leistung unmöglich geworden. Denn am 1. Juli kann Ihnen keiner mehr das Auto geben. Am 2. Juli haben Sie immer noch kein Auto bekommen, dann ist die Leistung am 2. Juli unmöglich geworden. Denn für den 2. Juli kann Ihnen heute keiner mehr ein Auto geben. Das ist schon länger her. Deshalb ist es bei Mietverträgen, Leihverträgen und anderen Dauerschuldverhältnissen immer so, dass Unmöglichkeit eintritt, sobald der Termin verstrichen ist. Und wir nennen das wie? Absolutes Fixgeschäft. Das ist ein absolutes Fixgeschäft. Alle Dauerschuldverhältnisse sind absolute Fixgeschäfte, weil man die Leistung für die vergangenen Tage nie nachholen kann. Deshalb, statt der Leistung, hätte V am 1.7. seine Pflicht erfüllt, hätte M am 1.7. zwei Pkw gehabt. Klar warum? Das ist das Gleiche, was wir eben hatten mit dem explodierten Auto. Wir drehen die Zeit zurück und unterstellen, er hätte damals seine Pflicht erfüllt. Hätte der VA seine Pflicht damals erfüllt, dann wäre hier der M bereichert. Gleiche Konstruktion wie eben mit dem explodierten Auto. Wir gucken in die Vergangenheit. Ja? 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 Nein, weil mit dem Schadensersatzverlangen nach 281.4 erlischt auf jeden Fall der Schaden statt der Leistung, egal ob jetzt sozusagen der nur ein Teil ist oder alles. Wenn er sagt, ich will nichts mit dem Vertrag zu tun haben, ich will nur Geld sehen, dann ist auf jeden Fall Schadensersatz statt der Leistung. Der muss ja nicht spezifisch sagen, wofür er Schadensersatz will. Er sagt einfach nur, ich will jetzt Geld und dann müssen Sie halt gucken, woher er es kriegt. Deshalb ist 281.4 sogar der häufigste Fall, der zum Erlöschen der Leistungspflicht führt. Ja, die müssen natürlich vorliegen. Also es muss schon eine Frist vorher gesetzt sein und ähnliches, denn sonst führt 281.4 auch nicht zum Erlöschen der Leistungspflicht. 281.4 führt nur dann zum Erlöschen der Leistungspflicht, wenn die Voraussetzungen von Absatz 1 vorliegen. Oder von 282 oder von 283. Also die prüfen, der 281.4 spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn ein Teil der Leistung unmöglich ist. Das kann ja durchaus sein. Und dann prüfen sie den 281.4 und sagen, darf denn der Verkäufer noch reparieren? Darf der Verkäufer nochmal reparieren und nochmal reparieren und nochmal reparieren? Und die Antwort lautet, in dem Moment, wo sie gesagt haben, ich will Schaden statt der Leistung, kann man sie nicht mehr bequatschen zu reparieren, weil der Anspruch auf Reparatur ist erloschen. Das heißt, wenn Sie gesagt haben, liefern mir bis nächsten Mittwoch und es kommt keiner am nächsten Mittwoch, dann können Sie nächsten Mittwoch sagen, ich möchte von dir Schadensersatz und dann darf der danach nicht mehr liefern. Sein Recht zur Lieferung und Ihr Anspruch auf Lieferung ist untergegangen. Und das ist wichtig, weil wenn ihr danach mit der Leistung kommt, könnten Sie auch noch sagen, jetzt machen wir wieder unsere Berechnung und gucken, wie ich jetzt stehen würde. Das ist aber nicht der Test. Es wird geguckt, wie Sie gestanden hätten an dem Tag, wo Sie gesagt haben, ich will Geld. Das ist der Tag, auf den es ankommt. Deshalb steht das im Skript. So, andere Abgrenzungsfrage, die uns beschäftigen soll, ist Rücksichtnahmepflichten und Leistungspflichten. Die Stadt S beauftragt den Handwerker H, das Dach ihrer Konzerthalle zu decken. H und seine Mitarbeiter trinken während ihrer Arbeit Bier und gießen dann die Flaschen in das Dach der Halle mit ein. Hierdurch ist die Akustik der Halle gestört. Warum? Weil da Bierflaschen der Konzerthalle oben drin sind und dadurch das Konzert immer dröhnt. Jetzt will die Stadt Schadensersatz von H wegen Einnahmeeinbußen aufgrund von Konzertveranstaltungen, die durch die gestörte Akustik abgesagt werden mussten. Und wir müssen uns fragen,
ist das hier ein Fall von 280 1, 241 2 oder ist das ein Fall von 634 Nummer 4, 280 Absatz 1? Jetzt fragen Sie sich, was soll das für eine komische Frage sein? Die Frage würde lauten, was ist die richtige Anspruchsgrundlage? Warum macht das einen Unterschied? Das kann ich Ihnen auch sagen. Weil dieser Anspruch verjährt in 3 Jahren, dieser Anspruch verjährt in 2 Jahren. Und zwar hier sogar 3 Jahre ab Kenntnis, hier 2 Jahre ab Übergabe. Das spielt also eine erhebliche Rolle, wie Sie das beurteilen. Ja? Es kommt darauf an, ob die Stadt das Werk des H abgenommen hat oder nicht. Weil hat sie. Das ist irrelevant, aber hat sie abgenommen. Das, was Sie meinen, ist nicht die Abgrenzung zwischen 280 1, 241 2 und 634 Nummer 4, 280 1. Was Sie meinen, ist die Abgrenzung zwischen 280 1 pur wegen Nichtleistung und 634 1, 280 1. Das ist eine andere Abgrenzungsfrage. Aber hier geht es um, hat der schlecht das Dach gemacht oder hat er fehlende Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen genommen? Ja, also der Kollege sagt, er hat hier das Dach noch vernünftig gedeckt und damit hat er sein Werk erbracht und damit kann es nur um fehlende Rücksicht gehen, das heißt, so wie in unserem Linoleumrollenfall oder in unserem Fall, dass jemand beleidigt hat, der hat bei Gelegenheit halt Mist gebaut, aber sein eigentliches Werk hat er vernünftig erbracht. Ja, also der Einwand dagegen lautet, da, man kann ja auch sagen, das Dach ist hier schlecht gedeckt, denn ein Dach mit Flaschen drin ist kein gutes Dach, was ist ein schlechtes Dach. Ja, die Kollegin sagt, ja, das kann ja beides sein, dann hat er halt ein Wahlrecht und kann einen von beiden nehmen. Welchen würden Sie dann nehmen? Wenn Sie Wahl haben, der eine verjährt in 3 Jahren, der andere verjährt in 2 Jahren und die 3 Jahre beginnen auch erst, wenn Sie Kenntnis erlangen davon, dass da Flaschen drin sind, wer schuld ist. Ja, dann nehmen Sie immer den anderen und dann haben Sie Glück gehabt. Warum ist das nicht ganz so unproblematisch, wenn wir sagen, okay, da hat er halt ein Wahlrecht, dann kann er sich entscheiden, wenn es beides ist. So ist es. Der Gesetzgeber hat sich was dabei gedacht, dass er diesen Anspruch hier, diesen 634er, so ganz, ganz eng verjähren lässt und relativ hohe Anforderungen gesetzt hat, mit Abnahme und so weiter. Und hier hat er gar keine Anforderungen im Grunde gesetzt. Und wenn wir die beiden nebeneinander anwenden, dann können wir auch gleich sagen, da hat der Gesetzgeber sich lustige Sachen ausgedacht, aber die haben praktisch keine Bedeutung. Wir können es immer über die Hintertür hier korrigieren und sagen, naja, da haben wir immer einen Anspruch, der passt eigentlich immer. Also, in solchen Fällen kann man in der Tat beides annehmen, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Und wenn Sie mal irgendwann Anwalt werden wollen, dann werden Sie natürlich immer sagen, wir nehmen das, was für uns besser ist. Das heißt, wenn Sie den Handwerker vertreten, sagen Sie, oh, das war doch hier Schlechtleistung, verjährt schon. Und wenn Sie die Stadt vertreten, sagen Sie, nein, nein, das war hier Rücksichtnahme, noch nicht verjährt. Nur vom Gesetz her ist es so, dass der Gesetzgeber ausdrücklich wollte, dass diese Regeln hier vorrangig sind, weil die Schlechtleistung das abschließend regeln soll. Wenn also dasselbe Verhalten eine Rücksichtnahmepflichtverletzung und eine Leistungspflichtverletzung darstellt,
ist es immer vorrangig als Leistungspflichtverletzung zu behandeln. Was anderes gilt nur dann, wenn es kein besonderes Gewährleistungsrecht ist, also wenn es dieses Problem nicht gibt, dann können Sie in der Tat frei wählen. Wenn also die Pflicht gar nicht erfüllt worden ist, dann spielt das keine Rolle. Aber immer dann, wenn es um irgendwelche Fristen geht, müssen Sie die engere Frist anwenden, weil der Gesetzgeber sich was dabei gedacht hat. Aber damit nicht genug. Ich habe noch einen zweiten Fall, der sogar einigermaßen aktuell ist, nämlich von letztem Jahr. Da geht es um einen Juwelier. Und der Juwelier soll Schmuck verkaufen für einen, der den geerbt hat, nämlich den X heißt er in diesem Fall. Der Juwelier bewahrt den Schmuck auch auf, zusammen mit seinen ganzen anderen Gegenständen in seinem Laden. Der Laden hat eine Alarmanlage, der Laden hat Gitterstäbe, wie es bei so Juweliergeschäften ist. All diese Schutzmaßnahmen nützen aber nichts. Es kommen die Einbrecher und räumen den gesamten Laden aus, einschließlich des Schmuckes von X. Der X ist nicht so ganz begeistert und er meint, der Juwelier habe seine Pflicht verletzt. Er ist nämlich besonders empört, weil er sagt, der Juwelier hätte ja zumindest eine Versicherung abschließen müssen für die Ware seiner Kunden, die da zum Verkauf gelagert wird. Weil er das nicht gemacht hat, möchte er gerne Schadensersatz und zwar in der Höhe des Wertes des kompletten Schmuckes. Insgesamt 45.000 Euro. Schmuck von Oma. Und auch hier wieder die Frage, was ist die Anspruchsgrundlage? 280.1, 241.2 oder 280.1.3, 283? Jetzt sagen Sie sich wieder, welche Pflichtverletzung meint er denn? Welche Pflichtverletzungen könnte denn unser Juwelier hier begangen haben? Was können wir ihm vorwerfen? In Betracht kommen drei denkbare Pflichten. Fangen wir mit der einfachsten Pflicht an. Was sollte der J tun hier im konkreten Fall? Was war seine Aufgabe? Ja, der Verkauf des Schmucks ist unmöglich geworden. Ja, was sagen Sie dieser Pflichtverletzung? Ist es eine Pflichtverletzung? Ja, natürlich ist es eine Pflichtverletzung. Unmöglichkeit des Schmuckverkaufs. Dann, was brauchen wir noch? Für einen Schadensanspruch statt der Leistung oder neben der Leistung? Ja, warum? So ist es. In der Tat, wenn er den Schmuck verkaufen könnte, dann würde der X einmal sozusagen den Wert als Schadensersatz kriegen und einmal würde er den Verkaufserlös kriegen, dann hätte er doppelt Geld gekriegt. Also statt der Leistung, ganz unproblematisch. Was müssen wir dann noch prüfen, vertreten müssen? Hat der J zu vertreten, dass er den Schmuck nicht verkaufen kann? In der Tat wird man ihm hier wohl keine Falschgeld vorwerfen können. Er hat eine Alarmanlage, er hat Gitterstäbe. Was soll er sonst noch tun? Soll er da Wachleute Tag und Nacht rumlaufen lassen? Irgendwann wird es dann auch ein bisschen zu aufwendig. Das kann ihm keiner zumuten. Also in der Tat, er hat zwar Unmöglichkeit, die hat er aber nicht zu vertreten. Damit kein Schadensersatz. Aber wie komme ich jetzt auf diesen 241.2? Worin könnte da der Anknüpfungspunkt liegen? Ja. Ja, der X ärgert sich, steht ja hier im Sachverhalt, dass er keine Versicherung hat. Und
Er ist eigentlich davon ausgegangen, dass es so eine Versicherung gibt, weil alle anderen Juweliere hätten solche Versicherungen. Frage, ist das eine Pflichtverletzung? Müssen Sie als Juwelier Ihre Kunden darüber informieren, wenn Sie keine Versicherung haben? Muss er denn eine Versicherung abschließen? Was meinen Sie so intuitiv? Wenn die Branche das macht, muss man das dann? Muss man alles machen, was die anderen machen? Wenn Sie jetzt der billige Handel sind, muss er sich versichern? Ja? Ja, also ist das so? Gibt es hier wirklich einen Schadensanspruch gegen den Juwelier? Wenn die Versicherung nicht zahlt, hat er damit ein Problem, der Juwelier? Grundsätzlich erstmal? Haben wir gerade gesagt. Nein, der Juwelier hat alles getan, was er tun musste, durch Gitterstäbe und Alarmanlage. Eine Versicherung war gar nicht vorausgesetzt. Ja, also das Problem mit 96 ist zum einen, er macht das ja nicht unentgeltlich, er würde ja nicht umsonst verkaufen, er würde eine Provision einkassieren, das heißt, er kriegt eine Gegenleistung davon. Und zum anderen, es steht ja nicht fest, dass er seine Sachen nicht versichert hat, es steht ja nur fest, dass er die Sachen der anderen nicht versichert hat. Das heißt, wir können hier schon eine gewisse Ungleichbehandlung beobachten, möglicherweise, dass er sagt, okay, bei fremden Sachen, die melde ich nicht an, weil ich eh nicht kalkulieren kann. Die Testfrage ist hier also, hätte er vorher darüber informieren müssen, dass er keine Versicherung hat? Ich bin anders als die anderen, bei mir sind sie nicht versichert. Und der BGH sagt, ja, immer dann, wenn es überraschend ist und sie nicht damit rechnen müssen, dass dieser Mensch anders ist als der Normalfall, dann muss der sie informieren, bei mir gibt es die und die Besonderheiten. Weil das ein Risiko ist, was sie dann abwägen müssen beim Vertragsschluss. Wenn er das nicht tut, haftet er auf den dadurch entstehenden Schaden. Das heißt, er muss sie so stellen, als hätte er sie informiert, dass er keine Versicherung hatte. Und dann sagt man, hätten sie die Sachen dann nie zum Verkauf angeboten. Er muss sie also so stellen, als hätte sie ihm die Sachen nie gegeben. Das heißt, er setzt ihnen den kompletten Wert. Aber nochmal, wir können ihm keinen Vorwurf machen, dass die Sachen gestohlen worden sind. Da kann er nichts für. Er hat alles getan, was er tun konnte. Wir können ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er keine Versicherung abgeschlossen hat. Das musste er nicht. Der einzige Vorwurf ist, der hätte sagen müssen, bei mir sind sie nicht versichert. Ja? Klar der Unterschied? Ja? Dass Sie unterstellen sozusagen, dass ein vernünftiger Juwelier versichern würde. Das ist aber nicht der Fall. Nur weil alle das machen, muss das nicht vernünftig sein. Das kann ja pure Geldverschwendung sein. Er könnte ja sagen, mein Laden, da ist noch nie eingebrochen worden, ist 100% sicher. Das darf er ja sagen. Also eine Pflicht zur Versicherung würde ja voraussetzen, dass er sagt, das Risiko besteht und das muss versichert werden. Und das können Sie nicht unterstellen. Das ist anders als bei der Kfz-Haftpflichtversicherung. Ein Autofahrer muss sich versichern, auch wenn er 100% sicher fährt.
Aber Sie können sozusagen im Rahmen der Vertragsfreiheit sagen, bei mir ist es so sicher, bei mir braucht man keine Versicherung. Und wenn der Kunde sich darauf einlässt, ist das völlig okay. Dadurch können Sie auch bessere Preise anbieten. Also es gilt nicht der Standard, Sie müssen das tun, was die Branche tut, sondern Sie müssen das tun, was objektiv vernünftig ist. Nicht das, was üblich ist. Ja, gucken Sie sich doch diesen Fall an. Der Computer des A ist defekt. Er gibt ihn in die Werkstatt des B. B repariert den Computer, sodass er wieder perfekt funktioniert. Er ruft A an und bittet ihn, den Computer abzuholen. Am Folgetag, bevor A das Gerät abholen kann, lässt B versehentlich das Wasser laufen. Hierdurch entsteht eine Überschwemmung, bei welcher unter anderem der PC des A irreparabel zerstört wird. Jetzt wieder die Frage, hat S gegen H einen Anspruch aus 280.1.3.282 oder aus 280.1.3.283? Ja? Von mir aus sind das A und B, ja. Die können auch X und Y, also wie gesagt... Ja, ich weiß, aber stellen Sie sich vor, Sie müssten mitdenken. Stellen Sie sich vor, es steht Ihnen gegenüber der Mandant X. Und der Mandant X sagt, und dann sagen Sie, Moment mal, aus Ihrem Sachverhalt kann ich nicht verstehen, was Sie gemeint haben. Dann wird er Ihnen sagen, boah, Sie sind so doof. Weil, Sie müssen das berücksichtigen, die Leute drücken sich dummerweise nicht immer präzise aus. Das nennt man Auslegung. 133, 157 BGB. So, jetzt hatten Sie 10 Minuten Zeit zu überlegen und können jetzt eine perfekte Antwort geben. Alle. Ja, jetzt ist der Fall ganz anders, ne? Also, jetzt ist nicht mehr zu erkennen. Also, der Kollege hat das Problem schon ganz gut herausgearbeitet. Wir sehen, das Problem hier ist, hat er seine Leistungspflicht verletzt oder hat er die schon perfekt erbracht in dem Moment, wo er das Ding repariert hat? Was meinen Sie? Hat er seine Pflichten schon komplett erfüllt, seine einklagbaren Pflichten, in dem Moment, wo er es repariert hat?
ist das alles, was er tun musste, reparieren und die Sache ist gelaufen. Also, Sie sagen, der kann das Ding also nehmen oder am Fenster schmeißen, sagt, ja, alles erledigt, kriegt eh mein Geld. Wenn Sie den Vertrag, den die beiden geschlossen haben, bevor auch gehört, dass der A seinen Computer zurückbekommt, sonst würde die Reparatur ja keinen Sinn machen, wenn der A nachher eh keinen Computer mehr hätte. Und der Wart, der muss der B eigentlich noch den Computer zurückgeben, das kann er nicht mehr, weil er zerstört ist. Ja. Ja, also der Kollege sagt, das war die Hauptleistungspflicht, die Herausgabe des Werkes, steht doch überall. Wo steht das denn? Sagen Sie so, das ist ja die Hauptleistungspflicht, das ist doch ganz klar. Ja, sagen Sie mal. Das ist Sinn der Sache, sehr gut, aber ist das wirklich die Hauptleistungspflicht im Werkvertrag? Zahlen Sie ihm dafür, dass die Sache wieder zurückgibt? Sie geben das Auto in die Werkstatt, der gibt es Ihnen wieder zurück, das ist die Hauptleistungspflicht. Das sagen Sie so. Was sind die Hauptleistungspflichten im Werkvertrag? Im geltenden Werkvertrag? Ja? Ja, alle sind schon beim Gefahrübergang und sagen hier, die Gefahr liegt noch beim B, weil der A ja die Ware noch nicht abgenommen hat. 644 Absatz 1 Satz 1, die Abnahme, wenn Sie mal einen Satz, zwei Sätze weiterlesen. Einen Satz weiterlesen. Naja, aber da kommen wir gleich erstmal zu. Wir müssen erstmal die Vorfrage klären. Ist denn eigentlich geschuldet die Herausgabe oder ist nur geschuldet die Reparatur? Ja, das ist völlig richtig. Es ist ja, also erstmal, wenn man das Gesetz beim Wort nehmen würde, würde es in der Tat erstmal reichen, das Werk herzustellen, das heißt, den Computer zu reparieren. Dass das so nicht komplett sein kann, liegt aber auch auf der Hand, denn wenn das Ding danach aus dem Fenster schmeißt, dann ist irgendwie blöd. Ja? Also es gehört schon mehr dazu als die bloße Reparatur, aber dummerweise steht das nicht im Werkvertrag drin. Das ist eine sogenannte Nebenleistungspflicht, die konkludent vereinbart wird. Das ist nicht die Hauptleistungspflicht. Die Hauptleistungspflicht ist erstmal nur die Herstellung. Wer das hergestellt hat, die Gewährleistung betrifft auch nur die Herstellung, betrifft nicht die Herausgabe. Das heißt, die Hauptleistungspflicht ist die Herstellung und dazu tritt die Pflicht zur Überlassung. Es kann auch sein, dass derjenige sich einfach selber abholen kann, zum Beispiel, indem er es auf der Straße stellt. Das heißt, es gibt eine Leistungspflicht auf Herausgabe des Werkes. Jetzt kommen wir zu dem Problem, was die Kollegin eben angesprochen hat, 644, die Abnahme. Die Abnahme spielt in der Tat eine Rolle, denn bis zur Abnahme trägt der Werkunternehmer das Risiko, dass das Werk wieder verschlechtert wird und er reparieren muss. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Also wenn wieder ein Problem auftreten würde durch Zufall, müsste er reparieren. Aber davon gibt es eine Ausnahme, nämlich 644 Absatz 1 Satz 2. Was kann er tun? Ja.
Ja. Ja. Wann kommt man in Annahmeverzug? Ja, wenn man tatsächlich ein Angebot gemacht hat, ist das Ihrer Erfahrung nach so? Wenn Sie Auto in die Werkstatt nehmen, bringen, dann kommt der Werkstattinhaber bei Ihnen vorbei und bietet Ihnen das Auto tatsächlich an? Ja, wenn eine Zeit zur Abholung vereinbart ist, 296. Was gibt es noch für eine Variante? Ja, nach 295 BGB kann ein wörtliches Angebot genügen, und zwar wann? Wann genügt das wörtliche Angebot? Ja, also hier, wenn eine Mittelmann, wenn der Schuldner die Sache, der Gläubige Sache abzuholen hat. Ist das jetzt so, dass er in dem Moment, wo das Telefon klingelt, direkt in Annahmeverzug ist? Ja. Ja, die Kollegin sagt, alleine die Benachrichtigung genügt nicht. Wir brauchen zusätzlich noch einen angemessenen Zeitraum, wo er es abholen kann. Das heißt, es muss ihm auch möglich sein, abzuholen. Und hier sagt man, 24 Stunden soll der Gläubiger grundsätzlich haben, außer bei leicht verderblichen Sachen. Hier war aber schon am nächsten Tag die Zerstörung. Das heißt, er war noch nicht im Annahmeverzug. Das heißt, wir hatten noch keinen Gefahrübergang. Wobei es geht gar nicht um den Gefahrübergang hier eigentlich, sondern es geht warum, was ist unser Ansatz hier? Warum brauchen wir überhaupt diesen Annahmeverzug möglicherweise? Ist das so? Ist die Folge des Annahmeverzuges, dass... Was bewirkt denn der Gefahrübergang? Welche Rolle spielt denn der Gefahrübergang? Welche Gefahr ist denn gemeint? Fangen wir damit mal an. Ja? Ja, es geht um die Gegenleistungsgefahr, das heißt, es geht um den Anspruch des B gegen A auf Zahlung des vereinbarten Werklohns. Der wird betroffen vom Gefahrübergang. Aber hier geht es ja gar nicht um den Anspruch auf Werklohn, sondern hier geht es um den Schadensanspruch für den kaputten Computer. Da hat der Gefahrübergang erstmal nichts mehr zu tun. Der Gefahrübergang betrifft die Kaufpreis- oder die Werklohnpflicht in dem Fall. Er betrifft nicht den Schadensersatz für den Computer. Der Schadensersatz für den Computer ist davon unberührt. Ja. Also, wenn Sie das jetzt prüfen wollten, dann würden Sie anfangen von mir aus mit einem von den beiden. Welchen dieser beiden Ansprüche wollen Sie gerne prüfen? Keiner will einen prüfen. Also, Sie würden der Klausur anfangen. A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz aus 280 Absatz 1 Absatz 3 283 BGB haben. Dazu müsste zwischen A und B ein Schuldverhältnis bestehen. Ein Schuldverhältnis ist hier der Werkvertrag, also liegt die Voraussetzung vor. Zweitens, es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen. In Betracht kommt zunächst eine Schlechtleistung, diese setzt aber voraus, dass überhaupt ein Gefahrübergang erfolgt ist. Der Gefahrübergang erfolgt nach 644 erst mit Abnahme. Eine Abnahme ist nicht erfolgt, also findet das Gewährleistungsrecht keine Anwendung. Es könnte hier aber ein Fall der Unmöglichkeit vorliegen. Ja, Unmöglichkeit. Das setzt voraus, dass eine Leistungspflicht des B erloschen ist. Nach 75.1. Das setzt zunächst voraus, dass B überhaupt noch eine Leistungspflicht hatte. In Betracht kommt hier die Pflicht zur Herausgabe des PCs.
Diese Pflicht wird implizit in den Werkvertrag hineingelesen, obwohl sie im Gesetz nicht ausdrücklich genannt ist. Das Gesetz beschränkt sich auf die Bedingung der Herstellung. Es ist aber aus 644 erkennbar, dass der Besteller das Werk auch entgegennehmen können muss. Daher ist eine implizite Pflicht zur Übergabe und Übereignung oder zur Übergabe des PCs im Werkvertrag enthalten. Diese Pflicht kann nun niemand mehr erfüllen. Der PC ist endgültig zerstört. Also liegt eine Pflichtverletzung in Form der Unmöglichkeit nach 75 Absatz 1 BGB vor. Es müsste um Schaden statt der Leistung gehen. Hätte der B dem A den PC eine Sekunde vorher gegeben, würde jetzt kein Schaden mehr bestehen. Also ersetzt der geltend gemachte Verlust genau die Übergabe des PCs. Also ist es Schaden statt der Leistung. Nach 283 brauchen wir keine weiteren Voraussetzungen. Wir brauchen aber einen vertreten müssen. Zu vertreten hat der B Vorsatz und Fahrlässigkeit. Etwas anderes könnte sich aber ergeben. Aus welchen Paragraphen? Woraus könnte sich etwas anderes ergeben? Ja, Paragraph 300 Absatz 1. Was setzt Paragraph 300 Absatz 1 BGB voraus? Dass sich der A in Annahmeverzug befunden hat. Wann befindet sich der A in Annahmeverzug? Nach 295 BGB, sobald ihn der B informiert hat, denn es war hier die Schuld abzuholen, der Leistungsort lag bei B, 269 Absatz 1. Allerdings ist dem A eine hinreichende Gelegenheit zur Abholung zu gebieten, das folgt aus 299. Und diese Frist ist hier am Folgetag noch nicht verstrichen. Also befand sich der A nicht in Annahmeverzug, also genügt einfache Fahrlässigkeit. Das Laufenlassen des Wassers ist einfach fahrlässig, also hat es der B zu vertreten. Also liegt vertreten müssen vor. Dann brauchen wir noch einen Schaden. Der Schaden besteht hier darin, dass er keinen PC mehr hat. Das heißt, die Kosten für einen Ersatz-PC werden als Schadensersatz statt der Leistung ersetzt. Ende des Falls. Dann wollten Sie noch was wissen zu 426. Da gibt es ja gar kein Schema zu, das ist so schwierig. Das Schema hat genau zwei Prüfungspunkte. Prüfungspunkt 1 ist, es muss eine Gesamtschuld bestehen. Was heißt Gesamtschuld? Gesamtschuld heißt, derjenige, der Gläubiger ist und derjenige, der Schuldner ist, schulden beide einem Dritten Geld. Erster Punkt. Zweitens, jeder Schuldner muss die volle Leistung erbringen. Drittens, der Gläubiger kann die Leistung nur einmal verlangen. Und schließlich die ungeschriebene Voraussetzung Gleichstufigkeit, keiner ist der allein Verantwortliche. Jetzt sagen Sie, das müssen wir alles auswendig lernen. Nein, das müssen Sie nicht auswendig lernen. Gucken wir mal einmal ganz kurz ins Gesetz. Fangen wir mit dem 426 an. Da lesen Sie nur mal den Absatz 1, Satz 1. Der sagt nämlich, die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet. Jetzt sagen Sie, die Gesamtschuldner. Wer ist das? Das steht in 421. Der heißt sogar Gesamtschuldner, damit man es auch findet. Und da steht drin, schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass der Gläubiger die Leistung nur einmal fordern, aber jeder zur Leistung verpflichtet ist. So kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Das heißt, diese Voraussetzung A, B, C stehen in 421. Das steht da oben auf 421 in Klammern.
Und damit haben Sie diesen Teil des Prüfungsschemas auch schon im Gesetz gefunden. Der zweite Punkt ist, der Gläubiger, derjenige, der jetzt in Aufhängung 426 einverlangt, hat die Schuld des Dritten zum Erlöschen gebracht. Er hat also für den Schuldner mitbezahlt. Und die Rechtsfolge ist, er kriegt einen anteiligen Ausgleich und nach dem BGB grundsätzlich 50-50 bei zwei Leuten, 25-25 bei vier Leuten, 33-33-33 bei drei Leuten, 20-20-20-20-20 bei fünf Leuten, bei zehn Leuten 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10, also es ist nicht so schwierig, das System. Ja? Schwierig, sehen Sie da große Schwierigkeiten dieser Norm, in den Voraussetzungen? Nein. Gut, keiner meldet sich, das scheint total einfach zu sein. 426.2. 426.2 ist jetzt nicht deutlich schwieriger. Der erste Prüfungspunkt ist wörtlich der gleiche. Die Prüfung, ob eine Gesamtschuld vorliegt. Der zweite Prüfungspunkt ist auch der gleiche. Nämlich einer der Gesamtschuldner hat gezahlt. Nur die Rechtsfolge ist eine andere. Die Rechtsfolge sagt nämlich, der Anspruch des Dritten geht auf denjenigen über, der gezahlt hat. Und wenn da steht, geht über, heißt das für Sie, dass Sie hier 398.412 prüfen. Ganz normal Regeln der Abtretung. Schwierig? Nein. Und um Ihnen zu zeigen, wie man sowas in eine Klausur einbaut, habe ich diesen tollen Fall mir ausgedacht. A und B kaufen bei V ein neues Auto für 50.000 Euro auf Rechnung. Der A fährt mit dem Auto durch Bonn. Der V wendet sich an B und begehrt sofortige Zahlung. Der B zahlt an V den vollen Kaufpreis. Nun möchte gerne B, der den vollen Kaufpreis gezahlt hat, von A seinen Anteil, das heißt die Hälfte. A meint, er habe bei der Probefahrt festgestellt, dass der Motor Klopfgeräusche von sich gibt. Er meint, er müsse erst zahlen, wenn dieser Mangel beseitigt ist. Und jetzt unsere Frage, hat B gegen A einen Anspruch auf Zahlung von 25.000 Euro aus 433.2, 426.2? Was brauchen wir für diesen Anspruch? Ja? Ja. Ja, also in der Tat, der Anspruch ist entstanden, wenn ursprünglich V gegen B und A einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus 433.2 hatte. Es gab hier einen Kaufvertrag nach 433.2, schulden alle Käufer zusammen den Kaufpreis. Dann brauchen wir eine Gesamtschuld. Eine Gesamtschuld nach 421 setzt voraus, dass der V von A den kompletten Kaufpreis oder von B den kompletten Kaufpreis verlangen kann, aber dass er nicht von beiden Zahlungen verlangen kann, sondern nur insgesamt einmal. Also entweder von dem oder von dem, aber nicht zweimal insgesamt. Haben wir das? Ja, das haben wir auch, weil es ist klar, dass er nicht den doppelten Kaufpreis kriegen soll. Dann brauchen wir eine Zahlung eines der beiden an V. Laut Sachverhalt hat sich B hier an V gewandt und den kompletten Kaufpreis bezahlt. Auch erledigt. Dann letzte Voraussetzung, Rechtsfolge, der Anspruch geht über nach 426.2 und damit finden nach 412 die 398 folgende Anwendung. Damit ist zunächst mal ein Anspruch des B gegen A entstanden. Aber was könnte das Problem mit diesem Anspruch sein? Genau, er könnte vielleicht nicht durchsetzbar sein, weil möglicherweise eine Einrede entgegensteht. Und welche Einrede könnte das hier sein?
Was könnte der hier sagen? Wann möchte er erst zahlen? Ist das eine Einrede? Ist das eine Einrede? Was ist denn die Einrede? Genau, 320 BGB. Er sagt nämlich, der V hätte nach 433 Absatz 1 Satz 2 mangelfrei liefern müssen. Hat er nicht gemacht. Also hat V seine Pflicht nicht erfüllt. Also muss er auch nicht zahlen nach 320. Aber jetzt das Problem, V will ja gar nichts mehr, sondern B will was. Frage, was ist denn jetzt mit B? Kann er die Einrede, die er V entgegenhalten könnte, auch dem B entgegenhalten? Ja, genau so ist es. Nach 412 findet insbesondere auch Paragraph 404 BGB Anwendung. Und 404 sagt, ich kann alle Einwendungen und Einreden, die vor dem Anspruchsübergang entstanden sind, auch dem neuen Gläubiger entgegenhalten. Das heißt, weil er V gegenüber 320 einwenden konnte, kann er das dem A gegenüber, dem B gegenüber genauso. Klar die Logik? 404 sagt, was ich dem V gegenüber sagen konnte, kann ich auch meinem Mitgesamtschuldner gegenüber sagen. Die sehen alles nicht so schwierig. Ja, aber den haben wir gerade nicht geprüft. Ja, den kann er einfach so geltend machen. Der hat wieder zwei Ansprüche. So, also Sie sehen, der 426 ist nicht wirklich schwierig. Sie müssen da einfach nur das Gesetz lesen. Also der Grund, wenn Sie irgendein Buch suchen, da gibt es kein Prüfungsschema zu, schlicht deshalb, weil da nicht viel zu prüfen ist. Das hat zwei Prüfungspunkte, das Prüfungsschema, nämlich Gesamtschuld und Zahlung. Und die zwei Punkte, da kann man nicht ein großes Schema rausmachen, egal wie viel Mühe man sich macht. Und das Einzige, was Sie merken müssen, ist, es gelten halt die Regeln 399 folgende. Das steht aber in 412 drin, da müssen Sie also auch nicht für große Sachen überlegen. So, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, haben Sie erstens die Möglichkeit, mich jetzt zu fragen und zweitens können Sie dieses Wochenende online gehen und die Frage anonym stellen in einem anonymen Chat und dann kriegen Sie eine Antwort per Video live zugeschaltet. Das sehen Sie dann, wenn Sie in eCampus gucken. Wenn Sie es nicht machen, haben Sie ein schönes Wochenende. Wenn Sie es doch machen, selber schuld. Und machen Sie sich keine großen Sorgen wegen der Klausur. Lassen Sie sich da nicht verwirren. Schreiben Sie einfach das, was Ihnen einfällt. Das kann nicht falsch sein. Nein, das ist es nicht. Die Klausur ist ganz nett gemacht. Glauben Sie mir wirklich. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, da ist garantiert ein Trick dabei, die Klausur hat keine Tricks. Keine Meinungsstreitigkeiten, keine Tricks. Es ist wirklich ganz, ganz einfach.